Hey Internet, was geht ab heute mit Cap am Start und einem Fleck? Schon besser. Und Leute, was soll ich sagen, nach dem letzten Video ist einfach alles völlig eskaliert. Das war einfach unfassbar krass. Ihr habt mir so viele geile Flugeffekte geschickt, das war echt der Wahnsinn. Und ein paar davon seht ihr jetzt. Es waren einfach so unfassbar viele geile Sachen dabei. Leute, ich war einfach mega geflasht. Ich habe mir alles angeschaut, das hat so viel Spaß gemacht. Sowas machen wir auf jeden Fall nochmal. Heute machen wir was ziemlich Cooles, was aber gar nicht so kompliziert ist. Man braucht nicht mal After Effects oder sowas dafür, sondern alles geht sogar nur mit eurem Handy. Und zwar nur eurem Handy. Und diese Tricks haben mir heute Morgen sogar das Frühstück gesaved. Oh no, no. All diese coolen Tricks funktionieren nur mit einem Schnitt. Also nicht mit einer Schere, aber ihr wisst, was ich meine. Und alles, was ihr dafür braucht, ist nur ein Schnittprogramm oder eine Schnitt-App, mit der ihr, ja, schneiden könnt. Und dafür gibt es auch unzählige kostenlose Apps fürs Handy und ihr nehmt einfach die, mit der ihr am besten klarkommt. Und für alle, die es gerne am Computer machen wollen, ihr müsst einfach mal kurz kostenloses Schnittprogramm googeln. Da kommen wirklich zigtausend Ergebnisse, mit denen das alles funktionieren sollte. Denn das Wichtigste daran ist nicht das Programm, was ihr benutzt, sondern wie ihr das filmt. Und filmen könnt ihr das Ganze übrigens auch mit dem Handy. Der Shirt-Effekt am Anfang zum Beispiel funktioniert so, dass ich am Anfang mich einfach hingestellt habe und an meinem Shirt, was ich anhatte, gezogen habe. Danach habe ich mir das Shirt hier angezogen, das andere Shirt auf meine Brust gelegt und dann an derselben Stelle nochmal gezogen und dieselbe Bewegung gemacht. Wenn ihr das alles so gefilmt habt, müsst ihr nur noch am richtigen Punkt schneiden. Und zwar geht ihr quasi bei dem ersten Shirt zu dem Punkt, wo ihr gerade anfangt zu ziehen. Und beim nächsten sucht ihr auch den Punkt, wo ihr gerade anfangt zu ziehen, nur ein bisschen weiter vielleicht. Und dann schneidet ihr es einfach genau an der Stelle zusammen. Und nach demselben Prinzip funktioniert auch das mit dem Müsli. Oh, mit der Brille sehe ich voll schlau aus, what the fuck. Ihr habt quasi genau wieder zwei Clips. Ihr habt einmal den Clip, wo der Toast auf die Schüssel gehauen wird und dann wie quasi die Kelloggs in die Schüssel geworfen werden. Dann nehmt ihr genau die Stelle, wo der Toast auf die Schüssel knallt und schneidet den anderen Clip da dran und schon habt ihr das da. Wenn ich das jetzt nicht einblenden würde, sieht das bestimmt ziemlich weird aus mit meinen Armen. Okay, jetzt blende ich das wirklich ein. Und warum ich dieses Video mache, ist einfach, dass diese Magic Cuts wirklich jeder machen kann mit seinem Handy und dass diese Technik einfach unfassbar kreatives Potenzial ist. Man kann einfach alles mitmachen. Irgendwie auf einmal durch Wände springen oder so. Man kann einfach unfassbar viele geile Sachen mit diesen Magic Cuts machen. Und das finde ich so geil in der Technik und deswegen wollte ich die euch unbedingt mal zeigen. Und wenn ihr Bock habt, ein paar kreative Sachen auszuprobieren, könnt ihr mir natürlich die gerne wieder bei Twitter und Instagram schicken. Ich habe es bei Twitter angeschrieben. Bei Instagram auch. Ich werde mir auf jeden Fall all eure Ansendungen mal wieder anschauen, ein bisschen Feedback geben. Ihr könnt natürlich erstmal die Sachen ausprobieren, die ich hier in dem Video gezeigt habe, um da ein bisschen reinzukommen. Aber viel cooler wäre es natürlich, wenn ihr eure eigenen kreativen Ideen mal ausprobiert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf eure kreativen Ideen. Schreibt gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, warum ich so filme. Wow. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, ich würde sagen, sehr cool, dass du das Video bis zu Ende geschaut hast. Und wir sagen, haut rein, Dr. Austin. Checkt noch dieses coole Video ab und ja, Hashtag Kapuzenmodus, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!